Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zu einem neuen Video und heute beschäftigen wir uns mal mit der Trainersuche vom FC Augsburg. Ihr seht es schon hinter mir, ich bin weiterhin noch nicht in meinem heimischen Studio, das wird sich aber zeitnah wieder ändern, sondern noch auf Mallorca. Trotzdem wollte ich gerne mal über Augsburgs Trainerposten reden, denn der ist seit gestern Abend vakant. Ich hoffe, mit dem Ton und dem Hintergrund passt es alles soweit, aber ich denke mal, das haut auf jeden Fall schon ganz gut hin. Also, wir reden über Augsburg und den Trainerposten, der seit gestern Abend frei ist, denn Enrico Maaßen wurde entlassen. Vor einem guten Jahr hat er ja bei Augsburg übernommen. Er sollte als junger Trainer eine klare Spielphilosophie entwickeln, junge Talente ausbilden. Und am Ende hatte man irgendwie das Gefühl gehabt, so richtig nach vorne sind wir nicht gekommen. In der abgelaufenen Saison waren wir bis zum Schluss im Abstiegskampf. Es hätte mich nicht gewundert, wenn man dort sogar noch in der Relegation gelandet wäre. Und das hat mich schon in Summe überrascht, dass Maaßen trotz der vielen Transfers, sowohl im Winter als auch jetzt im Sommer, es nicht geschafft hat, eine klare Spielphilosophie zu entwickeln. Und das muss er sich am Ende eben auch vorwerfen lassen. Nun ist er weg. Augsburg sucht einen neuen Trainer und natürlich gibt es dort auch schon die ersten Kandidaten und werfen wir mal hier einen Blick auf meine 5 Trainervorschläge für den FC Augsburg. Legen wir los mit dem Kandidaten, der auch schon gestern Abend bereits von Sky ins Spiel gebracht wurde und das ist André Breitenreiter. Wenn sicherlich auch nun in Fußball Deutschland ein Trainer gesucht wird, dann ist Breitenreiter logischerweise ein Kandidat, denn er kennt den deutschen Fußball sehr, sehr gut. Aus Paderborn, von Schalke, aus Hannover und eben auch zuletzt von der TSG Hoffenheim, wo er ja im Februar Anfang des Jahres entlassen worden ist. Deswegen ist er aber eben logischerweise auch vereinslos, somit direkt zu haben und auch das spielt natürlich bei einer Trainersuche eine große Rolle. Breitenreiter ist ein Trainer, der sich natürlich auch in seiner Karriere weiterentwickelt hat, vom beschaulichen Paderborn über das unruhige Gelsenkirchen bis hin zur Meisterschaft in der Schweiz beim FC Zürich und genau dorther kennt er nämlich auch Augsburg Sportdirektor Jurendić und das ist vielleicht schon mal ein kleines Indiz, warum eben auch Breitenreiter logischerweise auf der Liste stehen könnte. Er ist natürlich auch mit seinen 50 Jahren ein Trainer, der viel Erfahrung mittlerweile gesammelt hat, der mittlerweile auch sehr gerne auf eine Systematik mit Dreierkette setzt und die passt ja auch durchaus zum Spielermaterial vom FC Augsburg. Generell bin ich aber auch der Meinung, Augsburgs Kader gibt schon sehr viel für einen Trainer her, was die taktische Variabilität angeht. Da kann man auf jeden Fall schon echt was draus machen, sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette. Was für mich aber Breitenreiter eben auch so passend macht, neben der Verbindung zu Jurendić, ist auch seine Fähigkeit, junge Spieler einzubauen und junge Spieler weiterzuentwickeln. Denn genau das will er eben auch der FC Augsburg machen. Und deswegen wundert es mich eben auch nicht, dass André Breitenreiter auf der Liste steht. Ein ganz anderer Kandidat in meinem Kandidatenkreis ist Wladimir Petkovic, den viele von euch sicherlich noch als Nationaltrainer der Schweiz kennen. Denn genau das hat er ja von 2014 bis 2021 getan und das ja auch durchaus erfolgreich. Hat bei der Schweiz es wirklich geschafft, etwas aufzubauen, auch dort viele jüngere Spieler einzubauen und zu entwickeln und ist irgendwie für mich ein Kandidat, über den ich hier mal ganz gerne sprechen wollte. Zuletzt war er auch dann Vereinstrainer bei Girondins Bordeaux von 2021 bis Anfang 2022. Also es war jetzt nicht eine mega erfolgreiche Phase seiner Karriere, ich denke mal, das kann man auf jeden Fall sagen. Was für mich aber für Wladimir Petkovic spricht, ist einfach die generelle Situation beim FC Augsburg. Denn dort herrscht ja aktuell, warum auch immer, wie gesagt, ich finde die Grundbasis im Kader, die ist echt gut, aber es herrscht eben eine gewisse Unruhe, wenn man sich auch die Aussagen von Jovaleo so anhört, auch bezüglich der Kritik an Stefan Reuter, dann merkt man schon, dass diese Mannschaft vielleicht auch jetzt erstmal eine gewisse Stabilität braucht, eine gewisse Erfahrung durch eben auch einen neuen Trainer und genau das kann natürlich Wladimir Petkovic auch mitbringen. Deswegen finde ich, ist er ein interessanter Kandidat, auch wenn er seine Erfolge zuletzt eher eben mit der Schweiz hatte, statt mit einem Verein. Trotzdem würde ich mir auf jeden Fall ganz genau anschauen, mit seinen 60 Jahren kann er der Mannschaft sehr viel Erfahrung, sehr viel Stabilität geben und ich glaube, das würde dem FC Augsburg auch wirklich weiterhelfen. Und wenn wir eben auch dann über einen ehemaligen Nationaltrainer sprechen, dann kommt logischerweise auch der Name Stefan Kuntz ins Spiel.
Dennoch der ist vereinslos, hat Erfahrung als Nationaltrainer und scheint zumindest mal laut Sky ein Kandidat beim FC Augsburg zu sein. Ich denke mal, jeder von euch kennt Stefan Kuntz, war ja zuletzt Nationaltrainer bei der Türkei, zuvor ja auch sehr erfolgreich bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Und genau dort hat er eben auch gezeigt, dass er eine Mannschaft mit vielen, vielen jungen Spielern zu einer Einheit formen kann, die für ein gemeinsames Ziel alles gibt und eben auch dazu imstande ist, über die Grenzen hinauszugehen. Ich finde, genau das zeichnet Stefan Kuntz auch aus, der als Typ bei seinen Mannschaften vor allen Dingen auch sehr, sehr gut angekommen ist bei der deutschen U21 und es eben auch geschafft hat, eine Einheit zu formen. Taktisch gab es immer mal wieder durchaus Kritik, auch erst recht bei der Türkei, dass man jetzt keine so klare Spielidee sehen konnte. Aber wenn man eben dann auf diesen emotionalen Fußball geht, auf das Momentum eben auch herabzielt, auf die Chancen eben auch aus wenig viel zu machen, dann ist Stefan Kuntz für mich auf jeden Fall auch ein Trainer, der bedingt durch diese menschliche Komponente sehr, sehr gut passen kann. Und was ihn eben auch interessant macht, Stefan Kuntz kennt bereits einige Augsburg-Spieler, hatte unter anderem bei der U21 Niklas Dorsch, Arne Meyer oder auch Finn Dahmen, die allesamt unter ihm eine zentrale Rolle eingenommen haben und für mich eben auch Spieler sind, die eigentlich jetzt bei Augsburg auch vorangehen sollten. Klar, Dorsch und Meyer saßen zuletzt sogar häufiger mal auf der Bank, würde ich dann direkt wieder reinnehmen und ich glaube, dass das auf jeden Fall passen könnte. Zudem kennt Stefan Kuntz auch Stefan Reuter. Klar, Reuter ist nur noch in beratender Funktion beim FCA, wird aber sicherlich auch bei dieser Trainersuche Jurendić tatkräftig unterstützen und deswegen könnte auch der Name Stefan Kuntz hier auf jeden Fall passen. Wenn man in Fußball Deutschland einen neuen Trainer sucht, dann wird ja auch immer wieder der Name Sandro Schwarz ins Spiel gebracht. Und ich glaube, eine Meldung über ihn als möglichen Kandidaten für Augsburg wird es auch noch geben. Und deswegen wollte ich ihn hier auch mal ganz gerne mit reinnehmen. Er wurde ja auch jüngst bei Schalke gehandelt, hat dort aber wohl auch selber schon im Vorhinein gesagt, nee, das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Ist vielleicht noch gar nicht mal so verkehrt, hätte vielleicht noch gar nicht mal so gut zusammengepasst. Aber er ist natürlich auch ein Trainer, der sicherlich den Anspruch hat, in der Bundesliga zu trainieren. Seit Hertha BSC Anfang April, Mitte April ist er ohne Verein. Und da ist natürlich dann die große Frage, ist er ein Trainer, der Augsburg wirklich helfen kann? Wenn man Sandro Schwarz sich anschaut, dann sieht man dort auf jeden Fall ein klares Spielsystem mit einem hohen Gegenpressing, mit schnellen Umschaltaktionen, mit intensivem Fußball. Und das ist sicherlich schon eine grundsätzliche Idee vom Fußball, die auch ganz gut zum Kader, zum Spielermaterial vom FC Augsburg passen kann. Er hat es eben auch gezeigt, dass er gerne junge Spieler, junge Talente mit einbaut, was für mich einfach ein großer Faktor ist beim FC Augsburg. Und deswegen ist es für mich durchaus logisch, wenn man auch über den Namen Sandro Schwarz diskutiert. Andererseits, und das schwingt für mich eben dann aber auch bei dem Namen Sandro Schwarz am meisten mit, ist er eben schon ein Trainer, der weder bei Mainz und auch erst recht nicht bei Hertha es geschafft hat, wirklich mal nachhaltig etwas aufzubauen. Gut, bei Mainz war es vielleicht noch mal ein Ticken anders, da war er ja immerhin gute 2 Jahre Cheftrainer. Bei der Hertha hat man im Nachhinein auch sehr viel Gutes über ihn gehört, war ein guter Typ, der dort sehr gut angenommen wurde, dessen Fußball auch gut war, aber es hat immer und immer wieder in vielen Spielen das letzte Quäntchen gefehlt, um wirklich auch dann erfolgreich zu sein. Und da ist natürlich dann die Frage, ob das wirklich beim FC Augsburg zusammenpassen kann. Aber wie gesagt, es würde mich halt nicht wundern, wenn auch über Sandro Schwarz intern diskutiert werden wird. Diskutiert wird beim FC Augsburg, glaube ich zumindest mal, auch über Peter Zeidler. Er ist hier in meinem Video der fünfte Kandidat. Denn bereits nach dem Ende von Markus Weinziel vor der Verpflichtung von Enrico Maaßen war Peter Zeidler ein Kandidat beim FCA. Im Nachhinein wäre es sicherlich durchaus interessant gewesen, ihn sich zu nehmen und die Chance vielleicht, die man damals hatte, zu ergreifen. Denn Peter Zeidler hat aktuell beim FC St. Gallen wirklich mal gezeigt, was er drauf hat und wie sehr er eben auch Mannschaften entwickeln kann und das eben auch im besten Falle noch lange in der Schweiz in St. Gallen tun soll. Denn dort ist er seit 2018 bereits Trainer, also seit mittlerweile 5 Jahren und das ist natürlich im europäischen Fußball schon wirklich eine Seltenheit. Sein Vertrag, der läuft auch noch langfristig bis 2027, also das Vertrauen zwischen Peter Zeidler und dem FC St. Gallen, das ist wirklich riesengroß. Es ist eine richtig gute Zusammenarbeit.
Und das ist natürlich auch dann ein Faktor, der schwierig ist für den FC Augsburg, denn Peter Zeidler müsste man aus seinem Vertrag sicherlich auch rauskaufen. Das wird St. Gallen auch nicht ganz so einfach akzeptieren. Aber, und deswegen würde ich es eben auch probieren, Peter Zeidler ist ein richtig guter Trainer, der mit seinen 61 Jahren zum einen sehr erfahren ist, der Mannschaft damit eben auch Stabilität geben kann, aber eben auch auf der anderen Seite jetzt erst recht gezeigt hat, junge Spieler entwickeln zu können, stammt ja auch aus dem Red Bull-Kosmos, war auch unter anderem bei Hoffenheim Co-Trainer von Ralf Rangnick und eben auch langfristig mit einer klaren Strategie etwas aufzubauen. Er richtet eben auch seine taktische Herangehensweise durchaus an der Mannschaft auf. Aktuell setzt er eher auf ein 4-4-2-System mit Raute, ist aber auch dort durchaus flexibel. Und das macht ihn eben auch so interessant. Also Peter Zeidler, wenn der FC Augsburg dort eine Chance hat, würde ich es auf jeden Fall machen. Und somit waren das mal meine 5 Trainervorschläge für den FC Augsburg. Und ich hatte aber auch noch über ein paar weitere Kandidaten nachgedacht. Wie zum Beispiel Ralf Hasenhüttl, der ja auch ins Spiel gebracht worden ist, ist für mich aber eher unrealistisch. Robert Klaus, der taktisch der Mannschaft sicherlich was geben kann, vielleicht noch ein Ticken zu unerfahren ist. Und für mich ist auch ein Marcel Rapp von Holstein Kiel vielleicht sogar der perfekte Trainer für Augsburg, weil er taktisch sehr flexibel ist, sich eben auch ja anpassen kann. Und da ist aber natürlich auch dann schwierig, solche Leute aus Verträgen rauszubekommen. Deswegen hatte ich mich auf diese 5 Namen von mir eben konzentriert. Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass auch einer von diesen 5 neuer Augsburg-Trainer werden wird. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zu Augsburgs Trainersuche. Was denkt ihr? Was braucht der FCA? Welcher Trainer ist dort realistisch? Ich weiß, Augsburg ist jetzt für viele Fußballfans nicht ein ganz so attraktiver Verein. Ich finde aber solche Trainersuchen, unabhängig auch vom Verein, immer wieder interessant, für welches Profil man sich dort entscheidet, welcher Trainer gehandelt werden. Und deswegen wollte ich eben auch Augsburg hier mal ganz gerne mit reinnehmen. Also eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.